Ein einziger Augenblick kann alles verändern. Aber in der Zukunft gibt es vielleicht ganz neue Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Dieses Paar hat gerade seine Tochter bei einem Verkehrsunfall verloren. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Jess. Oder doch nicht? Jess! Kannst du mich hören? Jess! Jess. Hey. Atmet sie! Hey, alles okay? Was ist mit ihr? Todeszeitpunkt 9.17 Uhr. Das Gehirn ihrer Tochter ist unverletzt geblieben. Wenn Sie es zum Digitalisieren und Uploaden scannen wollen, bleiben Sie von jetzt ab 5 Minuten. Dann tu es! Eine digitale Kopie vom Gehirn der verstorbenen Tochter. Und was kommt als nächstes? Hi, Dad. Einige Tage später steht ein Android vor dem Paar, dessen Aussehen und Verhalten nicht von dem der Tochter zu unterscheiden ist. Diese Androidin trägt alle Erinnerungen der Tochter in sich. Aber gleichzeitig ist sie auch ein Computer auf zwei Beinen. Mit Zugang zum gesamten Wissen der Welt. Das ist die Zukunft künstlicher Intelligenz. Jess! Okay, bleib ganz ruhig, Kleine. Das wird schon wieder. Du bist so tapfer. Was ist passiert? Sie hatte sich nur das Handgelenk ausgerenkt. Sie hat es wieder eingerenkt. Wow. Danke, Miss. Sind Sie Ärztin? Nein. Gehen Sie weg von meiner Tochter. Sie wollte ihr nur helfen. Sie meinen es. Nur weil sie eine Halten KI Sie ist? Halten Sie dieses Ding von meinem Kind fern. Es ist mir egal, wie Sie es nennen. Ich bitte um Verzeihung. Es gibt eine Eilmeldung. Aha. Was gibt's denn? Guten Abend. Soeben haben die Vereinten Nationen ein Gesetz verabschiedet, welches Mitglieder der Gemeinschaft Künstliche Intelligenz in vollem Umfang als Person akzeptiert. Trotz weitergehender Proteste ist dies ein historischer Moment für Individuen biologischen als auch technologischen Ursprungs und damit ein neues Kapitel für die Menschheit. Wenn Verstorbene in einem Roboter hochgeladen werden, Roboter Menschenrechte haben, verlieren die Menschen. Die Smart-Existenz ist daher nichts anderes als ein gigantisches Outsourcing-Programm all unserer Fähigkeiten. Speichern wir erst all unsere Fähigkeiten in die Maschinen ein, enden wir in der industriellen Abhängigkeit, da niemand gegen nimmermüde Maschinen konkurrieren kann. Der Mensch wird folgerichtig als Mensch entsorgt. All diese Fakten verharmlosend preisen unsere Politiker 5G und die Industrie 4.0 als Fortschritt. Verkauft man uns den Orwellschen Überwachungsstaat fortwährend mit der Mär vom Schlaraffenland, in dem Roboter unsere Arbeit erledigen. In Wahrheit plant die industrielle Machtelite eine neue Weltordnung für die Zeit nach Corona. Sie nennen es den Great Reset. Den großen Neustart in eine Zukunft, wie sie die Doku Yermillion unter anderem in dem Film Homo Sapiens 2.0 anpreist. Welt.de ist genau genommen nichts als eine Werbeagentur des World Economic Forums. Dieser Great Reset ist auch eine Verschwörungstheorie. Vielmehr im kürzlich erschienenen Buch Covid-19, der große Umbruch, von Klaus Schwab nachzulesen. Schwab ist Gründer des Weltwirtschaftsforums, WEF, die einflussreichsten Männer der Welt, die jedes Jahr in Davos tagen. Unter dem Deckmantel von Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Ökologie soll ein System aus Überwachung, algorithmisch gelenkter Sharing und Kreislaufwirtschaft und sozialer Kontrolle nach chinesischem Vorbild errichtet werden. Sie wollen alle bestehenden Familienstrukturen zerstören, die Nationalstaaten beseitigen, das Privateigentum, die freie Marktwirtschaft, jede Kultur und Tradition abschaffen. Hinter Schwabs Great Reset verbirgt sich die digitale Internationale, eine von langer Hand geplante kommunistische Weltrevolution von oben. Die alte Welt samt natürlich gezeugte Menschen soll untergehen, um ihre neue transhumanistische Welt samt Cyborg auferstehen zu lassen. Alles, was uns ausmacht, soll von Maschinen überwunden werden. Leidenschaft, Freude, Erfolg, Misserfolg,
Trauer, Schmerz, jedes Scheitern und Lernen. Geist, Seele und jede Sinnhaftigkeit sollen im absoluten Relativismus ersterben. Unser Leben soll ein YouTube-Video werden, der Mensch beliebig replizierbar. Es erwartet uns die absolute Beliebigkeit und Banalisierung allen Seins. Dies wäre also unsere Zukunft. Sonnenbaden, Schwimmen in klaren Flüssen und Obst essen. Ein Leben ohne jede Mühe und Arbeit. Warum eigentlich nicht? Was ist los mit euch? Warum sitzt ihr so herum? Helft ihr doch! Charles Dickens schrieb einmal, er habe diese Gleichgültigkeit so zur Mode werden sehen, dass diese eleganten Damen und Herren ebenso als Raupen hätten geboren sein können. Am Ende steht nicht nur ein globaler Superstaat, sondern der Mensch 2.0. Nanoverschippt, die von Elon Musk propagierte Gehirncloud-Schnittstelle, soll der Mensch zum gesteuerten Ding im Netz aller Dinge werden. Entmündigt, entmenschlicht, geknechtet. Hierfür soll uns die aktuelle Corona-Politik ins Elend stürzen. Denn je größer das Elend, desto erfolgreicher die Trostlehre, die daraus aufersteht. Nur Hoffnungslosen kann man wie 1933 den sozialistischen Faschismus als Rettung verkaufen. Klaus Schwabs Stakeholder-Kapitalismus folgt hier der päpstlichen Bulle Fratella Tutti, dem Aufruf des Papstes zum Weltkommunismus samt Grundeinkommen. Um uns in die Selbstopferung zu locken, erzählen sie, dass Roboter, die für uns arbeiten, besteuert werden, während wir von Arbeit befreit, denken, musizieren und dichten können. Die Wahrheit dahinter ist ungeheuerlich. Um alles Leben gebracht als ersetzbares Teil ihrer Megamaschine, werden wir wie Vieh in ihrer Menschenmassenhaltung enden. Als Humanmasse, aus der sie ihren perfekten Sklaven, den Mensch 2.0 und Cyborg bauen. Getreu des Masterplans und seines Tempelbruders Rudolf Steiner fordert nun Bill Gates die Robotersteuer. Im Gegenzug verspricht er uns zu füttern. Was aber ist der Mensch, wenn Big Brother Data ihn entbehrlich und sein Leben zum YouTube-Video machen? Er um sein Selbst und Sein beraubt ist? Was ist er noch, wenn er gelenkt, gedacht, gesteuert und gefüttert wird? Eine Biomasse an den Geräten? Ein animierter Leib und Zombie? Denn diese Orwellschen Visionen sind weder verstiegen noch Science-Fiction, sondern offizieller Masterplan. Die Gates und Schwabs schrecken hierfür nicht davor zurück, die gesamte Menschheit zu opfern. Massentestung, Massenimpfung und Massensterilisation könnten die industrielle Menschenherstellung alternativlos machen. Mit leeren Phrasen, man könne den wohlgemerkt zwangsfinanzierten Fortschritt nicht aufhalten und falschen Verheißungen vom Schlaraffenland, sollen wir unsere Selbstopferung ganz nach Rudolf Steiner als unabwendbar akzeptieren. Auf was lassen wir uns da ein? Auf eine große Dummheit oder auf ein intelligentes Prinzip? Wer nämlich glaubt, der Mensch sei im Prinzip nichts anderes als ein informationsverarbeitendes System, das man mit einem hinreichenden leistungsfähigen Computer simulieren kann, denkt entartet. Er denkt nicht mehr für, sondern gegen die eigene Art, den Menschen.
Den Menschen auf eine Maschine zu reduzieren, entspringt einem verengten, geradewegs primitiven, unterentwickelten, mechanistischen Weltbild, das die geistig-seelische Realität ausklammert. Für Josef Weizenbaum, Professor für Computer Science am MIT, verkörperte daher die so denkende technokratische Elite rund um Klaus Schwab, Bill Gates, Ray Kurzweil, Elon Musk und Konsorten, Zitat, die Quintessenz der naturwissenschaftlichen Borniertheit. Wir reden also von Dummheit. Wer nämlich glaubt, Menschen designieren zu können, indem er das Gen für krumme Nase herausschneidet und ein Gen für gerade Nase einfügt, kann die Abermilliarden Faktoren und hyperkomplexen Zusammenhänge dieses Gens und seiner Botschaft gar nicht im Blick haben. Diese Borniertheit, Bioinformatik und Biosystematik hin oder her muss zwangsläufig im größtmöglichen Dilettantismus auf Erden enden, in einem sich summarisch potenzierenden Totalversagen. Wollen wir dieser digitalen Sektiererei folgen? Diesen Technokraten, die Sloterdijk so gerne Seinsfeinde nannte? Wollen wir die magische Vielfalt des Lebens ihren Maschinen opfern, unseren Menschen ihren Cyborgs? Die Genialität dem Dilettantismus? Sie sind, Zitat Sloterdijk, eine Weltverschwörung der Spießer, deren institutionell organisierte Gewalt uns grundlos vergewaltigt. Keine ihrer Corona-Theorien, weder die Behauptung der Virologen, es gebe eine Pandemie von nationaler Tragweite, noch ihre Superspreader-These oder die Theorie einer exponentiellen Ansteckungsgefahr haben sich real bestätigt. Mit falschen Behauptungen wird inquisitorisch Angst und Panik geschürt, um alle sozialen Sicherungen zu vernichten und ihren Weltkommunismus zu errichten. Lassen wir es zu, dass sich ihre Industrie 4.0 realisiert, so Professor Weizenbaum auf dem Davos Open Forum 2008, werden unsere Kinder die Toten beneiden müssen. Da die Massen leider nicht wissen, was sie erwartet, der Mainstream sie mit Hochglanzdokumentation wie Year Million in täglicher Digitalisierungspropaganda veräppelt, rast die automatisierte Produktion und Organisation eingebettet in einem cyberphysischen System, das einige wenige allmächtig, alle anderen aber unmächtig machen wird, kometenhaft auf uns zu. Wir alle wissen, dass dieser Einschlag jede Selbstsicherung, alle menschlichen Sinngehalte, soziale Bindungen und absolut jede gesellschaftliche Funktionalität crashen wird, um uns digital einzucachen. Erst unsere Chancenlosigkeit macht die singuläre Totalkontrolle möglich. Alles, worauf wir seit März 2020 hingewiesen haben, ist demnach leider doch keine Verschwörungstheorie, sondern offizieller Masterplan. Die Behauptung, es gebe Hexen, war ebenso falsch wie die Behauptung, wir hätten es heute mit der schlimmsten Krankheit seit Menschengedenken zu tun und darum gehören alle Menschen geimpft oder eingesperrt. Fakt ist, sämtlichen Einschränkungen der Grundrechte müssen eine epidemische Lage nationaler Tragweite voraussetzen. Die epidemische Lage nationaler Tragweite lag bis heute nie vor. So die aktuelle Analyse der Klinikabrechnungsdaten für November 2020. Symptomlose Testpositive kann man nicht, wie es alle Politiker machen, als Infizierte oder infektiös bezeichnen, so der Stand der Wissenschaft und der Beipackzettel von Roche. Patienten, die an Krebs, Sepsis und anderen schweren Erkrankungen starben, aber positiv getestet wurden, gehen unseriöserweise als Corona-Tote in die Statistik ein. Und nur by the way, seit Jahrzehnten sterben rund 210.000 Menschen an einer Erkrankung der Industrienationen, also durch Industrie hervorgerufen. Wo bleibt der Maßnahmenkatalog gegen die steuergeldfinanzierte Industrialisierung, die die Welt zerstört? Sterben rings um dich die Menschen wie Fliegen? Waren die Geschäfte vor Weihnachten nicht proppenvoll? Haben nicht alle alles angefasst, ohne dass irgendetwas passierte? Waren nicht zigtausende Menschen dicht gedrängt, schreiend und spuckend ohne Masken auf den Protesten von Black Lives Matter und Querdenken, ohne dass Menschen danach wie Fliegen starben? Haben wir es tatsächlich mit der schlimmsten Krankheit seit Menschengedenken zu tun? Um diesen gesunden Menschenverstand ringen Millionen Menschen, Ärzte und Wissenschaftler. Um gesunden Realbezug, die Rückkehr von Vernunft, Maß und wissenschaftlicher Seriosität. All diese kritischen Menschen sind zutiefst verantwortlich, sozial und mitmenschlich, denn sie wollen verhindern, dass Millionen Menschen grundlos ihre Existenz verlieren.
Millionen Menschen hungern werden. Millionen symptomloser Testpositiver grundlos eingesperrt und entrechtet werden. Millionen Menschen in Krankenhäusern und Heimen nicht adäquat behandelt werden. Millionen testpositive Senioren nicht weiter einsam leben und sterben müssen. Millionen Kindern nicht um ihre Sozialisierung, ihre Chancen, ihre Zukunft und ihr Recht auf das Menschsein und eine menschliche Zukunft gebracht werden, um zu verhindern, dass sie zu perfekten Sklaven umgezüchtet werden. Wir haben die Wahl. Sein oder nicht sein. Selber machen oder machen lassen. Selbstsicherung oder Fremdsicherung. Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung. Mit Corona stehen wir an diesem Tipping Point. Und nein, wir sind alles andere als ohnmächtig. Im Gegenteil, die sogenannte Ohnmacht des Einzelnen ist vielleicht die gefährlichste Illusion, die ein Mensch überhaupt haben kann. Josef Weizenbaum.